Hallo meine gay-friendly people und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Video von Sunny. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, wobei das bestimmt nicht so viele sind, ich bin Sunny, ich bin 31 Jahre alt, geouteter Serbe seit 3 Jahren und ich mache diesen Channel seit 3 Monaten, weil ich finde, man muss viel mehr über Homo-Themen reden und nur so kann das Ganze normal werden. Und ja, was bietet sich besser an als die schwule Dating-Show schlechthin, Prince Charming? Deswegen habe ich gedacht, ich fange an, die Sendung zu kommentieren. Ich habe jetzt auch schon 2 Interviews gemacht mit 2 Kandidaten und 3 Stück sind noch in the making. Und ja, gestern lief die Folge 5. Ich bin hin und weg. Ich habe so viel gelacht. Ich bin so entertained worden, richtig. Also ich bin richtig stolz auf die schwule Community und auf diese Sendung, dass wir die einfach haben. Und es ist nicht selbstverständlich. Man sagt ja, Homo sein in 2020 sei kein Ding mehr. Aber ja, in Deutschland vielleicht für 30%. 70% sind ja immer noch ungeoutet und in anderen Ländern brauchen wir gar nicht darüber reden. Also danke an alle, die bei dieser Sendung mitmachen. Ich habe heute mal keinen Anzug an, weil in der Folge 5 haben wir die White Night. Ich habe leider nichts Weißes drunter, also unten rum. Please hold for a very important message. Wir fangen jetzt also an mit der ersten Szene. Andrea betreibt wieder Bodyshaming. Michael will irgendwie 4CL trinken. Die spielen Tat, Wahrheit oder Pflicht. Ich sage immer Tat, Wahrheit oder Pflicht. Das heißt Wahrheit oder Pflicht. Michael will sich drücken vor der Wahrheit oder der Pflicht und trinkt in seinen Augen irgendwie 8CL und Andrea sagt, nee, sorry, das sind 4CL, genauso groß wie dein Schwanz. Dann ist Michael richtig beleidigt und ich war so, ja, wenn du unterstellst, er hätte einen kleinen Penis, weil nämlich, guck mal, 2CL und 2CL sind 4CL. Also wenn mir jemand sagen würde, mein Penis sei so groß, gut, das wäre jetzt schon ziemlich dick, aber das wäre jetzt nicht unbedingt ein Kompliment. Ich finde nicht, dass das jetzt ein... Ihr wisst ja, ich bin sehr penisfixiert. Ich weiß nicht, ich habe erstmal so gedacht, 4CL, mein Gott, weiß auch gar nicht, vielleicht hat er ja auch einen großen. Du hast ihn angemacht wegen seiner Körpergröße, du machst mich an wegen meiner Penisgröße. Dann gibt Michael ein Einzelinterview und sagt, mein schlimmstes Erlebnis war in einem Darkroom. Der Typ und ich, wir hatten uns draußen gesehen. Er hatte natürlich auch schon seine Fantasie im Kopf. Diese Erwartung wurde so nicht erfüllt und er hat mich stehen lassen. Er findet es scheiße, dass Dunkelhäutigen immer unterstellt wird, sie hätten einen großen Penis. Das bringt ihn so doll auf die Palme und das verletzt ihn so doll, dass da ein riesiger Streit entsteht. Das tut mir natürlich leid, ne, wenn jeder denkt, okay, du hast einen riesen Dödel und diejenigen sind dann auch noch so dödelfixiert und dann am Ende hast du da keine große Gurke. Respekt an der Stelle an Andrea, weil er kann wirklich in dieser Situation so voll ruhig bleiben. Er hat so diesen süßen Rehblick. Ich hätte wahrscheinlich ziemlich doll dann gekontert, wenn ich gewusst hätte, dass ich das wirklich nicht so böse gemeint hätte. Dann kommt eine spannende Szene. Da sprechen David und Andrea dann nochmal. Andrea holt sich eben nochmal so die Bestätigung, hey, das war doch alles nicht so böse gemeint und sagt dann, wir sind doch alles Freunde und wenn wir so Bodyshaming-Witze machen, müssen wir doch alle gemeinsam lachen. Ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen, wir seien Freunde oder ihr wärt Freunde, weil ihr seid ja 5 Tage zu dem Zeitpunkt im Haus gewesen. Ich bin aber auch niemand, der so schnell sagt, jo, das ist jetzt mein bester Freund, weil ich den 2 Tage kenne. Dann gibt es natürlich wieder eine Videobotschaft des Prinzen. Ich muss sagen, er bessert sich immer mehr und mehr, aber irgendwie gefällt mir so sein, ich weiß nicht warum. In dieser Videobotschaft sieht er noch mit am besten aus. Irgendwie so, wie er das so verpackt, das hört sich immer so sehr, also ein bisschen auch wie so ein Deutschlehrer hört das sich dann an. Ich würde euch gerne auf ein weiteres Gruppendate einladen und kann euch schon verraten, es wird bunt und spritzig. Dieses Mal sind Gino, Michael, Jan, Andrea und Jakob eingeladen zu einem bunten und spritzigen Date. Ja, dann beginnt dann dieses Date. Es steht da der Prinz in einem goldenen Höschen. Jakob sagt, der Prinz würde aussehen wie ein griechischer Gott. Ja, also ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht der Mega-GAU, aber so aus der Fashion-Sicht ist es in Ordnung. Die Boys kriegen natürlich nicht so ein Höschen wie der Prinz, sondern sie kriegen goldene Tanga. Tangas? Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist. Tangas. Die einen ziehen sich dann hinter der Palme um. Der ganz selbstbewusste Michael zieht sich natürlich direkt vor den Augen des Prinzen aus. Er hat aber natürlich echt einen guten Körper, ne? Also ich weiß gar nicht, wie er das vereinbart. Vereinbart, sagt man das? So viel zu rauchen und dann aber so einen heftigen Körper zu haben. Ich bin immer so, wenn ich rauche, dann denke ich, ich hätte keine Luft und keine Ausdauer, um ins Gym zu gehen. Dann machen sie was richtig, richtig Geiles. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, so vor so einer Wand mit Farben angespritzt werden. Ja, und natürlich muss jeder über das Anspritzen dann reden. Also ich finde, beim 3. Mal war das dann irgendwann so ausgelutscht, um da auch was Spritziges noch mit hinzuzufügen. Also ja, die haben sich alle gegenseitig angespritzt und der
Prinz wurde auch noch nie von 5 Leuten gleichzeitig angespritzt und Andrea wollte auch mal angespritzt werden und alle wollten eigentlich angespritzt werden und es war dann wirklich so 5 Minuten lang gefühlt das Thema The Running Gag anspritzen. 5 Jungs auf einmal haben mich jetzt noch nicht bespritzt, muss ich sagen. Das war so cool, einfach dann auch angespritzt werden von 5 Männern auf einmal. Gino ist mir ja sehr sympathisch. Ne? Also Gino bekommt ja auch die meiste Sendezeit und Gino fragt, ob es einen goldenen Tanga auch in XXL gibt, weil er sagt, er hätte im Haus zugenommen. Ich finde jetzt, dass von Tag 1 bis Tag 5 gar nicht so eine große Veränderung eingetreten ist, so bodymäßig. Er ist sich eigentlich treu geblieben seiner Linie. Und dann sagt der Prinz ganz flirty auf griechischen Gott-Style, du kannst auch ein Ei für mich raushängen lassen. Nachdem die sich also alle angespritzt haben, wurde der Prinz von allen Boys einmal ordentlich gewaschen. Und dann gibt es eine Nahaufnahme, die ich auch als Thumbnail benutzen werde, weil es ist die Offenbarung schlechthin. Wir wissen, dass der Prinz einen Cut Dick hat. Cut Dick, für alle, die nicht in der Szene so unterwegs sind, bedeutet beschnittener Penis. Dazu möchte ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich finde ja Männer des mediterranen Raumes, Südländer, sehr attraktiv. Und die meisten von denen sind halt beschnitten. Wieso habe ich das jetzt so gesagt? Die sind halt beschnitten. Und mir ist es eigentlich Wayne, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Und ganz oft fragen die mich dann, sag mal, bist du beschnitten so als Serbe oder unbeschnitten? Dann sage ich so, stolz unbeschnitten so. Und dann sagen sie, Dann sag ich, warum denn ich? Und dann so, ja, es ist voll eklig und so. Und ich kann nur an der Stelle nochmal mich stark machen für unbeschnittene Slaven. Und auch alle anderen, die unbeschnitten sind. Das muss nicht dreckig sein. Also wenn du dich nicht wäschst, dann ist auch deine Po-Falte einfach dreckig. Würdest du jetzt deine Po-Backen beschneiden, damit da kein Schweiß entsteht? Also ich halte die Hand hoch für unbeschnittene Penisse. Aber der Prinz hat auf jeden Fall einen beschnittenen Penis. Und ich glaube, der ist auch sehr, ja, schön. Jakob wendet wieder seine Qualitäten an und alle dürfen meditieren. Ich glaube, die Hälfte der Jungs kotzt im Strahl, weil sie sich so denken, Alter, Bio-Boy, lass uns einfach in Ruhe mit deiner Meditation und so weiter. Ich sehe das ja nicht so, ich finde Jakob super. Jakob, ich habe übrigens ein Interview bei dir angefragt. Es wäre voll nett, wenn du antworten würdest. Naja, sie meditieren und Alex tut das auch sehr gut, das merkt man auch. Dann reden die Jungs halt so drüber, was sie so runterholt und was sie so beruhigt. Und Jan Mike bringt überhaupt den Knaller. Er sagt, Gymbesuche und auf die Party gehen, also auf Partys gehen, würde ihn in seine Mitte holen. Wo ich mir so denke, wenn ich im Gym bin, trinke ich erstmal eine Dose Energy. Ja? Ich höre die heftigste Nicki Minaj-Mucke, damit ich irgendwie diese Squats überlebe. Und wenn ich auf Party bin, dann bin ich entweder so besoffen, dass ich mich am Ende auf Toilette übergebe, oder aber ich bin so, weiß nicht, am Flirten und Rummachen und feiere irgendwelche Menschen dort. Also da komme ich auf jeden Fall nicht in meine Mitte, aber ja, jeder wie er mag. Ne? Alle Jungs werden dann nach Hause geschickt, denke ich so. Ich dachte dann so, ja, okay, gut. Irgendwie habe ich schon so gedacht, vielleicht kommt ja noch ein Übernachtungsdate und so. Und deswegen lädt er heute keinen zu sich ein oder lässt ihn da bleiben. Alle denken also, sie müssten gehen. Und dann auf einmal sagt er, Jakob, du bleibst. Ganz viele Jungs im Haus verstehen das nicht. Also Gino beispielsweise gibt später ein Interview und sagt so, also Jakob, den findet er null sexy und null gar nichts. Jungs, warum? Jakob hat so einen heftigen Blick, ja. Der hat so einen sinnlichen Blick. Der hat einen super schönen Körper. Der hat super schöne lange Haare, was ja auch ein Zeichen ist von Vitalität und, ne, nicht jeder hat so prachtvolles Haar in seinem Alter. Was an dem Typen ist nicht sexy? Ich glaube eher, dass er das Gegenteil meint und dass er das irgendwie so, um ihn irgendwie so runterzumachen, dass er das deswegen gesagt hat. Das war mein Gefühl. Jakob und der Prinz haben nämlich ein richtig krasses Date. Also ich finde, es ist ein sehr sensitive, sensual Date. So, die küssen sich viel. Seine Lippen waren sehr weich. Seine Zunge auch und es ging erst sehr sanft los und wurde dann immer intensiver. Die küssen sich auch sehr geschmackvoll, also es war nicht so wieder dieses, kam nicht ran an den ekelhaftesten TV-Kuss 2020 und sie sind dann auch später noch im Wasser und so weiter. Und bevor sie aber ins Wasser gehen, berichtet der Prinz von seiner letzten Beziehung und das ist ja die, die im März auseinandergegangen ist. Und das finde ich halt dann noch heftiger, weil ich habe euch ja gesagt, dass ich das ein bisschen krass finde, dass er gerade irgendwie einen Monat vor Drehbeginn oder 2 Monate vor Drehbeginn ein Beziehungsaus hatte. Und dann hatte er auch noch ein solches Beziehungsaus mit jemandem, von dem er dachte, das sei der Mann fürs Leben. Die Beziehung habe ich auch geführt mit dem Gedanke, dass es schon der letzte ist oder dass man mal heiratet und so. Ich glaube auch, die waren verlobt oder so. Ich will jetzt, habe ich nur mal so gehört, so Gossip, ne, mit anderen
schwul ist, als ich da mal im Café war. Dann denke ich mir so, okay, gerade dann, ne, wenn du da mit jemandem 3,5 Jahre zusammen warst, hat er gesagt, ne, 3,5 Jahre, glaube ich, und du denkst, das ist der letzte und ihr seid verlobt und so, und dann geht das auseinander und dann bist du direkt 2 Monate später ready to go, also so ready to flirt with 20, to mingle with 20 people. Weiß ich nicht, ne? Und dann so der Teil, da sitzen sie da so und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Prinz hat das genossen, ja, das war ein leichtes für ihn, weil Jakob ja auch ein, ich finde, das ist auch ein echt attraktiver Typ so und Jakob hat es ihm auch mit seiner Ruhe und so weiter leicht gemacht und der hat das alles mitgenommen, der Prinz, aber der war viel zu gelassen, der Prinz war überhaupt nicht aufgeregt, dem ging das alles so vom, weißt du, wenn du jemanden richtig heftig findest, so wie er ja Joachim geil findet, dann bist du noch ein bisschen anders drauf, ein bisschen aufgeregter, man merkt es dem Prinzen an und hier sagt er dann irgendwann so, bringst du unserem Kind Englisch bei? Das ist so, da ist ja null Aufregung, da ist so null, das fiel ihm, glaube ich, einfach voll einfach da, die ganzen Dinger rauszuhauen. Er steht nicht auf Jakob. Mm-mm. Nochmal zu Jakob und zu Alex. Die beiden Turteltäubchen waren ja im Wasser und haben miteinander rumgemacht. Jakob konnte unter Wasser die Intimfrisur des Prinzen ertasten. Das, was der Prinz bei ihm gespürt hat, wird ihm sicherlich auch gefallen haben. Also ich glaube, Jakob hat eh einen Riesendödel, weil das hat man in dieser Hose gesehen, das ist schon sehr ausgeprägte Beule, sag ich mal. Die Jungs bereiten sich dann also alle vor auf die White Night und Gino zeigt sich als Charlotte und ich muss sagen, Gino ist ein hübscher Mann. Ich finde den sowohl als Mann, also sowohl als Gino als auch als Charlotte, finde ich den sehr schön, so von dem Gesicht her und ich finde, er hat eine Sache drauf und das ist es zu unterhalten. Und in einem Einzelgespräch mit dem Prinzen sagte auch, du musst wissen, das ist alles Show, das ist auch alles sehr selbstreflektiert bei ihm. Also Gino finde ich sehr, sehr sympathisch und ich finde, als Charlotte hat er das echt gerockt. Er sieht halt einfach echt geil aus als Drake. Es ist also die Happy Hour und ein Mann nach dem anderen schnappt sich den Prinzen an die Seite, Lauritz, Andrea. Das ist alles sehr, sehr unspektakulär und um noch eine unspektakuläre, aber sehr emotionale Sache zur Sprache zu bringen, Arne hat das Gefühl, dass er einfach übersehen wird. So, ja, Arne, ich gebe dir recht. Jetzt nimmt er all seinen Mut zusammen und dann geht da dieser süße Typ Richtung Haus. Als der Prinz ihn sieht, sitzen mit ihm auf dem Sofa Andrea und David, auch in voller Montur. Und Arne wollte irgendwie, glaube ich, den Prinzen alleine für sich haben. Und dann schlägt der Prinz eben vor, du setz dich einfach mit dazu. Arne sitzt dann da, wie bestellt und nicht abgeholt und beteiligt sich gar nicht am Gespräch. Geht dann ins Badezimmer, fängt an zu weinen. I'll wait with you. Und dann kehrt er, also ich hab das nicht geglaubt, dann kehrt er verheult wieder in diese Gruppe zurück. Also wirklich so, auch noch nicht mal so weggemacht, dass man es nicht sieht, sondern er heult. Also hat noch so voll, die sieht aus, als hätte er gerade die Nachricht bekommen, jemand in der Familie sei gestorben. Kehrt dann zurück. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, aber so alle in weiß, ich finde es geil. Ja, das ist schon heiß. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Ist bei dir alles gut? Ist okay. Was ist los? Wenn wir zu zweit sprechen, Arne. Jetzt ist ein bisschen, glaube ich, blöd, ja, weil das kann ich nicht reden. Ich glaube, das ist in Ordnung für die anderen zwei, oder? Ja. Dann erzählt ihm Arne erstmal, dass er ja irgendwie das gar nicht mehr kennt, dass Menschen ihn attraktiv finden und das ist alles neu für ihn und er fühlt sich gar nicht begehrt und das Leben ist einfach so scheiße und so. Das ist das allerletzte, was ich einem Typen erzählen würde, den ich umgarnen will. Ja, ich weiß, Real Talk und so weiter, aber es ist Self-Marketing. Es ist so, du musst dich einfach, dein Leben ist das Tollste, du bist der krasseste Typ und so, du bist voll selbstbewusst und so, weil sonst wird es auch nicht klappen, weil keiner möchte so ein Opfer, also tut mir leid, dass ich das so sage, aber keiner möchte so ein Opfer irgendwie. We don't feel attracted to that. Außer du hast so ein Pflegersyndrom oder irgendwie sowas. Dass Joachim genau weiß, was er tut, zeigt er, indem er wieder auf den Prinzen zugeht. Aber er macht das so wirklich so und dann lacht er so süß und es ist halt einfach so, er weiß, wie er rüberkommt. Er nimmt den Prinzen natürlich wieder in den Keller. Der Prinz legt es auch drauf an. Der wollte auch unbedingt mit ihm in den Keller. Und dann haben wir die Rauswürfe. Nummer 1. Ist David. Als nächstes fliegt mein Liebling Adrian raus und dann geht Roman. Roman gibt dann noch ein kleines Interview am Ende und das ist auch so verstörend. Ne? Ich wünsche allen im Haus das Beste. Ich werde mein Weg machen. Ich mache mein Weg. Wirklich.
Ich bin am Ende, liebe Leute. Abonniert meinen Channel. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Heute habe ich auch noch ein anderes Video hochgeladen, und zwar das exklusive heiße Interview mit Adrian. Adrian erzählt auch ein bisschen was über seinen Rauswurf. Es ist also wirklich sehenswert. Guckt euch das Video an, abonniert meinen Channel, kommentiert. Ich liebe euch.